Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal bei einem neuen Let's Play. Und zwar Vampire die Maskerade Bloodlines. Ein relativ alter Titel, 2004 war meine Release. Warum spiele ich das jetzt an? Ganz einfach, dieses Jahr, 2020, kommt irgendwann Bloodlines 2. Wovon jetzt noch nicht so viel zu sehen war. Ich glaube nur ein Pre-Alpha-Bild. Irgendwann Mitte, Ende 2019. Und ein wenig gehypt bin ich schon. Vorbestellt ist es definitiv. Und vorher Bloodlines 1 anspielen. Den deutschen Patch habe ich nicht zum Laufen bekommen. Das ist jetzt Patch 10.01. Kann man das irgendwo sehen? Glaube nicht. Nee. Sehe ich jetzt hier nicht. Doch, da. 10.5 ist es. Oh. Also, unofficial Patch 10.5. Fanpatch, ja, was soll man noch dazu sagen? Das Spiel hatte bei Release, ich hoffe, das ist bei Teil 2 ja nicht der Fall, dermaßen Probleme, dass es teilweise unspielbar war. Irgendwann kam man Fanpatches, dann war es spielbar. Ich meine, es gab eine Stelle im Spiel, wo man so überhaupt nicht mehr weiterkam, wenn man Pech hatte. Durfte dann komplett von neu, von vorne anfangen. War ärgerlich. Inzwischen sind diese Probleme hoffentlich nicht mehr vorhanden. Gut, wir gehen auf neues Spiel. Wow, das bestimmt dauert relativ lange für so ein altes Ding. So, wir können einmal entweder eine Frage beantworten oder mehrere Fragen beantworten und das Spiel wählt uns den Clan automatisch aus. Zu den Clans komme ich gleich nochmal. Oder wir gehen direkt zum Sheet für Leute, die dann doch in der Materie drin sind. Also wie gesagt, Vampire basiert auf einer Pen-and-Paper-Reihe von White Wolf, und zwar der World of Darkness. Die Vampire in der Neuzeit. Wo fangen wir da an? Es gibt drei offizielle Fraktionen. Die Anarchen, das ist so, ja, diejenigen, die sich keinem oder die unterordnen wollen, die können wir hier nicht direkt spielen. Dann gibt es die Camarilla, sozusagen die demokratische Vereinigung, die auch die Maskerade. Ich werde jetzt wieder angegriffen von irgendwas. Die demokratische Vereinigung, die die Maskerade hüten will. Die Maskerade ist quasi der Schutz vorm Entdecktwerden, vor den Menschen. Das ist auch im Spiel implementiert. Wir sehen hier oben 5. Sieht man den Mauszeiger? Oh, ich bin da genau drüber. Sekunde. Das könnte gerade ein wenig. Ich schieb mich mal woanders hin. Na komm. Wo schiebe ich mich denn am besten hin? Vielleicht muss ich mich gleich nochmal neu platzieren. Vor allen Dingen ist das Spielsound weg. So. Weil es. Ich muss komplett aus dem Spiel raustappen. Und dann ist auch der Sound weg. Ärgerlich. Gut, wie gesagt, da oben, Mauszeiger sieht man, da oben Maskerade, wir dürfen 5-mal verstoßen, dann ist das Spiel vorbei. Wir sollten es am besten gar nicht machen. Und es gibt die Menschlichkeit. Menschlichkeit 7 Punkte, heißt so viel wie, ja, das ist so ungefähr die Menschlichkeit eines, oder die Moral eines normalen Menschen. Mal ist man ein bisschen böse, eigensinnig, aber auch freundlich und nett. Umso höher wir gehen, desto gottesgleicher werden wir. Ist für einen Vampir ein bisschen komisch, aber naja. Und dann geht es aber noch weiter runter und ab diesem Punkt hier sind wir richtig, richtig böse. Und dann wird es immer schwerer, überhaupt die Kontrolle zu behalten. Hat für manche Clans Auswirkungen, für manche nicht. So, die Clans der Camarilla. Halt. Dritte Fraktion, der Sabbat. Sabbat ist die Fraktion, sie streben den Dschihad an. Quasi die Herrschaft der Vampire, also kurz gefasst, die Herrschaft der Vampire über die Menschen. In den meisten Fällen scheißen sie auf die Maskerade, sind relativ brutal strukturiert, das wirkt sich auch bei den Clans aus. Manche Clans sind in allen Fraktionen vertreten, einige nur im Sabbat, einige nur in der Camarilla und so weiter. Da gehen wir jetzt aber nicht näher drauf ein, sonst können wir hier eine zweistündige, dreistündige Erzählstunde machen. Vielleicht komme ich darauf, auf einiges noch wieder zurück im Laufe des Spiels, wenn wir die Sachen auch kennenlernen. So, die Clans, jetzt endlich. Wir haben die Auswahl von 7 Clans, es gibt wesentlich mehr. Das sind alles in der Camarilla vertretene Clans. Wir haben die Brucher,
ehemals Gelehrte. Genau, Bruchers a passionate idealist and rebels. Das ist in der Neuzeit jetzt, also im Mittelalter oder in der Renaissance waren es halt eher Gelehrte. Inzwischen sind sie mehr rebellisch. Ja, was bekommen sie hier? More likely to fight for the rights than white protest songs. White protest songs, genau. Also sie führen eher das aus, was sie umsetzen wollen. Meistens nicht so intellektuell mittlerweile. Gangrel, der Tier des Clans. Ja, was soll man dazu sagen? Sie sind eher naturverbunden, wilder, schwer zu kontrollieren. Haben auch, das merkt man auch an ihrem Clan, an ihrer Clan-Schwäche. Und jedes Mal, wenn sie in Raserei verfallen, wächst ihnen irgendein Tiermerkmal. Sei es nur die Augen, das Katzenaugen. Es können aber auch wirklich sichtbare Merkmale sein. Katzenohren. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt bei Katzen hänge. Oder Wolfsohren. Ein Schwanz wächst ihnen. Da, also da raus. Hinten am Steiß. Oder Klauen. Permanente. Fell. Alles möglich. Die Malkavianer. Ein, ja, sehr weitsichtiger, hellsichtiger Clan. Ja, aber auch damit gestraft, dass jeder von ihnen mindestens einem Wahnsinn erlegen ist. Sei es, ja, was haben wir denn da? Eine Phobie. Zwang. Multiple Persönlichkeit. Schizophrenie. Alles vertreten. Also Zwang, Obsession. Ja, das kann man dazu sagen. Würde ich, also einer meiner Lieblingsclans, aber schwer zu spielen, weil, also ich kenne das Spiel schon. Aber für Zuschauer wäre es vielleicht schwer zu verstehen, die irren Texte. Also es ist, naja, schwer mitzukommen. Die Nosferatu haben eine sehr sichtbare Clan-Schwäche. Und zwar, sie sind körperlich entstellt. Erscheinungsbild kann, komme ich später zu, kann nicht übereins kommen. Also sie sind immer hässlich. Deswegen dürfen sie auch nicht in die Öffentlichkeit, weil das wäre sofort Maskeradebruch. Weil so kann kein Mensch aussehen. Nicht mal Niki Lauda nach seinem Unfall. Das zu den Nosferatu. Und ja gut, sie sind Informanten, sind sehr gut, haben ein Netzwerk unterirdisch aufgebaut, häufig Informationsbeschaffung etc. pp. Die Toreador, ein Clan von Schönlingen. Sie lieben das Schöne, die Kunst, Musik, also Bilder, Poesie. Und sind, ja, sind die menschlichsten unter den sieben Clans hier. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und obendrein, ihre Schwäche ist, sie ja, werden gebannt von einem schönen Ding. Also manche werden von Bildern, manche von Musik. Sie können da nichts mehr machen, sie sind wie in Trance und angreifbar, verletzlich. Sozial sehr engagiert. Halten sich auch oft Ghule, und zum Thema Ghule komme ich dann nochmal später. Die Tremere, die sogenannten Magier oder Kabbalisten. Ja, intellektuell sehr weit oben in der Liste. Ja, sie beschäftigen sich mit dem Okkulten. Haben eine spezielle Disziplin, wozu ich auch noch später komme. Disziplin. Nennt sich Taumaturgie. Also das ist auch wieder groß gefächert. Da gibt es Taumaturgie, die beschäftigt sich mit Feuer, manche mit Blut. Also es ist halt so eine Art Magie, kann man sagen, grob gefasst. Deren Schwäche. Genau, the pursuit of arcane knowledge comes before all else and the reliance upon it has weakened the bloodline. Tremere can raise no physical attribute above 4 points. Also körperlich sind sie sehr eingeschränkt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das die wirkliche Schwäche von denen war oder ob das das Spiel so übernommen ist. Da habe ich also eine kleine Wissenslücke. Die Ventru, der Clan der Herrscher, der Clan der Könige. Ja, meist Anführer der Camarilla. Stellen oft den Prinzen einer Stadt. Der Prinz ist sozusagen der ja, Herrscher der jeweiligen Domäne. Ja, was man auch sozusagen sind natürlich, haben ihre Fähigkeit darauf ausgelegt, Menschen und auch andere Vampire zu kontrollieren, zu beeinflussen, einzuschüchtern. Die Schwäche, genau, sie können kein Tierblut trinken, im Gegensatz zu anderen Vampiren. Das ist deren Hauptschwäche. Genau, Ventru gain no blood from feeding on animals. Oh, stimmt, auch bei Menschen sind sie eingeschränkt. Also, sie müssen schon
höher, also ja, höherklassige Menschen sein. Von Pennern eher nicht so gut. Ja, das zu den 7 Clans, die wir auswählen können. Normalerweise ein Clan, den ich nicht so gerne gespielt habe im Pen and Paper, aber ich dachte mir, probieren wir es mal im Let's Play damit aus. Damit können wir auch sehr viel interagieren. Macht das vielleicht interessant, also in den Gesprächen haben wir ein bisschen mehr Einfluss. Ja, jetzt frage Male oder Female. Ich spiele mal ausnahmsweise mal. Spiele ich mal weiblich? Ah, ich spiele mal einen weiblichen Charakter. Mal gucken, wie sich das Ganze auswirkt. Und in dem Patch, das kam irgendwann mit Patch 8 oder 7 dazu, glaube ich, von den Fans. Eine Geschichte, was dann die Attributvergabe nochmal beeinflusst. Und zwar haben wir Homosexual. You always found your own gender much more attractive than the other sex. Although many people still have issues dealing with this. Maybe vampiric society is different. Hat das jetzt irgendeinen Einfluss? Keine Ahnung. Teamster. You believe in collective bargaining to get justice for working families. And if that fails, there's collective wrench beatings. Swap the prayer. Also ja, damit können wir unsere Attribut- und Fähigkeitenvergabe beeinflussen. Das scheint, mit Teamster sind wir ein bisschen mehr physisch ausgelegt. Will ich eigentlich nicht, sonst ist die Auswahl des Clans irgendwie verfehlt. 20-something? It's about people you know. Out here on the streets, in the clubs, that's where it's going on. That's where it's coming together. Not in some boardroom. And the people don't wear ties. The next generation of leaders isn't coming from the suburbs. What? You want to go there? Why? It's going off here. Open bar? Well, okay. Oh, ja. Gucken, swap the prayer to all of your abilities to knowledge, talents and skills. Da muss ich einmal den Sheet reingucken. Das wäre sogar interessant. Ich glaube, standardmäßig haben wir das anders. Ups. Genau. Normalerweise sind wir mehr auf die Talente mit Intimidation und Subterfuge. Also Einschüchterung und Überzeugungskunst. Ich glaube, da bleibe ich auch bei. Ja, definitiv. Wo waren wir jetzt genau? Rehab Counselor. You always had an open ear for other people's problems, even if you had to listen to some scumbag sitting in prison. Swap the priority order of your abilities to skills, knowledge, talents. Nein, das wollen wir alles beibehalten. Slut. Sind wir eine Schlampe? Nein, sind wir nicht. So you're a little boy crazy, and maybe you like to get guys' attention, and maybe you like to fool around. That doesn't mean people have the right to go talking about you and calling you names. They don't know you. In Undeath, your now stunted sexual appetite has re-emerged in a curious way. You more readily digest the fluids of the opposite sex, and therefore gain extra blood when feeding on men. Unfortunately, having slept your way through life, you have a hard time learning its little lessons. You must spend more experience in to raise your mental... das ist blöd. Rapacious bloodlust. The embrace brought out a mean streak in you. You are constantly fighting the urge to kill, even as your power to do so grows. You start with an extra point in strength and brawl, but you are more likely to frenzy. Your impatient demeanor makes stealth more difficult. It takes more experience to raise your stealth ability. Schwierig. Decadent Enchantress. Beautiful, bored and sociopathic. You amuse yourself by testing the limits of your suitor's devotions, and you delight at the ruin they willfully suffer for your affections. You start with one extra point in appearance and one in subterfuge, but your celerity has a shorter duration. Das wäre interessant. Mehr auf Soziales, dafür ist Geschwindigkeit, dazu komme ich gleich. Schwächer. Ich mag Geschwindigkeit, aber das wäre interessant. Uncanny Awareness. You swear to God you can see the future. Not years from now or even next week. But moment to moment you always see what's coming. You are so actually aware of your surroundings that you've been known to dodge bullets without looking. This ability is further manifested as a superior form of Auspex. Auch alle Disziplinen. You receive greater benefits from Auspex and can maintain its effects longer.
Unfortunately, the sheer volume of information makes you more deliberate than most. It costs you more experience to raise your celerity discipline. Nein. Fae-like, feenhaft. You are a creature of delicate beauty and... Was macht meine Maus wandert? Hallo, Maus, beruhig dich. You are a creature of delicate beauty and ephemeral grace? Nein, Wort sagt mir jetzt gar nichts. You seem more likely to have sprung from the pages of Spencer or Keats than Shelley or Stoker. Your presence and celerity have a greater duration, but you are a truly delicate being. It costs more experience to raise your stamina, strength, firearms and intimidation. Nein. Wir müssen auch ewig kämpfen können. Ganz mit reinem Sozialen kommen wir, glaube ich, nicht durch. You were a starving artist. You lived with the clothes on your back, and because of your poor background, you do not have any compunction against wearing ugly clothes. You have a special eye for small details, giving you a bonus to perception. But you can't ever raise your appearance above 4. Na, doof. Das wäre eingeschränkt. X-Wort. Passt das zum Toreador? Ich weiß nicht. While in the police force, you've developed quite a skill with firearms. However, you quit the forces after receiving a crippling injury while in the line of duty. You start with the bonus of to the firearm skill, but your dexterity cannot be raised above 1. Was? Oh, okay, wir sind verkrüppelt. Geschicklichkeit nicht über 1. Das ist hart. Aber ich glaube, ich bin wirklich bei, wo waren das? Decadent Enchantress. Das klingt interessant. So, Namen müssen wir noch auswählen. Ja, nehmen wir mal die weibliche Form von meinem Kanalnamen. Das passt. Und dann gehen wir zum Character Sheet. So, wir haben die Attribute. Man sieht auch rechts hier Combat, das sind die ganzen Sachen, die sie, wie sie sich auswirken. Und auch die Attribute haben immer Auswirkungen auf verschiedene Fähigkeiten. Man sieht Strength hat Auswirkungen auf Unarmed Combat und Melee Combat. Und so weiter und so fort. Genau. So, wir haben extra Appearance. Ich glaube, wir gehen erstmal voll auf das Soziale. Jetzt die Frage. Persuasion? Seduction? Subterfuge? Genau, das war... Moment. Scholarship, Investigation, Finance. Intimidation, Subterfuge. Okay. Gehen wir mal... Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Das wird interessant auf jeden Fall, am Anfang die Kämpfe. Wenn wir hier voll auf, wir haben Seduction schon 8. Das ist stark. Das heißt, wir können sehr viel Männer und auch Frauen den Kopf verdrehen. So, Wits, Perception, Intelligence. Ich weiß noch zumindest, dass bei Intelligence der Vorteil war, dass wir mit Research andere Fähigkeiten lernen können. Deswegen gehe ich da erstmal rauf, dass wir das relativ schnell hochsteigern. Aber nee, das war nicht Investigation, sondern Scholarship. Kann sein, dass ich Investigation nicht wirklich brauche, weil ich vielleicht noch weiß, also das letzte Mal, dass ich das Spiel gespielt habe, ist jetzt 8 Jahre her. Circa. Dass ich aber trotzdem noch weiß, wo einige Sachen liegen. Mit Investigation... in dem Fall Inspection würden wir sehen, wo die Items sind. Und hier nehmen wir, dass wir uns ein bisschen verteidigen können, Firearms. Und dann haben wir die Disziplin, Auspacks. Auspacks ist quasi, ja, ich kann mal vorlesen, enhances your mental faculties and allows you to see the auras of those around you. All levels of Auspects cost 1 blood per activation. Auspects carries to no risk of violating the masquerade. Das heißt, damit schärfen wir unsere Sinne. Hat noch, genau, adds 1 point to Wits, reveals the aura of the living and undead. Wits war für Hacking zuständig. Das ist auch nicht schlecht. Dann können wir uns da nämlich eventuell Punkte sparen. Ja, das ist gut. Celerity ist Geschwindigkeit. Damit bewegen wir uns schneller. Beziehungsweise wir bewegen uns schneller. Im Spiel ist es so, dass die Animation der Umgebung langsamer ist. Meine ich. War so. Ich glaube, man selbst. Also, eigentlich fährt man schneller. Aber ja, das ist, glaube ich, schwer darzustellen. Und Presence.
Präsenz ist, ja, das ist quasi unsere überzeugende Aura. The dread presence of the vampire can strike mortal fear into the hearts of their opponents. Reduces enemies' effectiveness in combat. All levels of presence cost one blood per activation. Presence carries no risk of violating the masquerade. Also bis auf Geschwindigkeit können wir alles in der Öffentlichkeit nutzen. Sehr praktisch. Und die Stufe 1 ist, der Name steht hier gar nicht. Schade. Ich meine, da stand mal der Name. Aber gut. Level 1, those very close to you suffer a one, minus 1 penalty to strength with perception. Also damit schwächen wir den Gegner. Und Level 2 ist large radius. Victims suffer 10% chance to be mesmerized. Also damit können wir sie, ja, betören, beziehungsweise, ja, sie machen halt nichts mehr gegen uns. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich gehe, was Disziplin angeht, auf Auspex. Ich glaube, ja, damit fahren wir am besten. So, einmal kurz einen Blick. Weil ich wollte, hatte vor, ja, extra Episode zu machen für die Charaktererstellung. Sonst geht, bevor es überhaupt erst losgeht, hier erstmal 20, 30 Minuten um, bevor das Spiel überhaupt startet. Haben wir noch irgendwas zu erzählen? Ja, außer Disziplin. Ja, jeder Clan hat drei Disziplinen. Man kann auch theoretisch von anderen Clans die Disziplin lernen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man lernt es von anderen Vampiren oder Kainiten, wie sie sich selbst nennen. Oder aber man diableriert einen anderen Vampir. Das heißt so viel wie man, ja, man saugt ihn leer. Und das macht man so lange, bis dieser Vampir kein Blut mehr ja, besitzt. Und dann fängt man an, seine Seele auszusaugen. Und dieser Vorgang ist in der Camarilla überhaupt nicht gerne gesehen. Ist verboten. Steht unter der Todesstrafe. Und zusätzlich, glaube ich, die Anarchen sehen es auch nicht gerne. Im Sabbat ist es ja relativ gang und gäbe. Nach außen hin vielleicht nicht gern gesehen, aber es wird regelmäßig praktiziert. Weil da ist, gilt das Recht des Stärkeren und dadurch wird man halt stärker. Problem ist, man verliert halt mehr und mehr seiner Menschlichkeit, umso mehr man die Diablerie vollzieht. Noch ein Vorteil von Diablerie, also Vorteil, ja. Ich weiß nicht, von welcher Generation wir hier als Charakter abstammen. Ich denke mal die 13. Das ist so ziemlich die letzte normale Vampir-Generation. Danach kommen die Dünnblütigen, was wahrscheinlich in Bloodlines 2 der Fall sein wird, wenn ich das richtig gesehen habe. Dass wir der 14. oder 15. Generation entspringen. Das heißt so viel wie, es gab einen ersten Vampir, das war Kain, außer der biblische Kain, Sohn von Adam und Eva, oder ja, zumindest offiziell von Adam und Eva. Und er hatte einen kleinen Bruder, ich glaube, das war der kleine Bruder. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, so bibelfest bin ich nicht. Auf jeden Fall sein Bruder Abel und wie bekannt hat Kain seinen Bruder Abel erschlagen. Und daraufhin wurde er von Gott bestraft mit dem Vampirismus. So sind die Kainiten, also die Vampire, entstanden. Kain ist die erste Generation. Die zweite Generation gibt es soweit nicht mehr. Die zweite Generation waren drei Stück. Dann die dritte Generation waren dann die Kinder der zweiten, logischerweise, und das waren die Clansgründer, die sogenannten Vorsintflutlichen, welche wiederum die zweite Generation, ihre Eltern, diableriert haben. Und die Vorsintflutlichen heißen Vorsintflutliche, weil sie vor der Sintflut von Noah existiert haben. Die meisten soll es wohl noch geben, sind auch schon einige vernichtet worden von ihnen. Und der Tag, wenn die Vorsintflutlichen wieder auferstehen, wird als Gehenna betitelt. Quasi der Weltuntergang. Im vampirischen Mythos. So viel zu der Vorgeschichte. Inwieweit das jetzt Einfluss hat auf das Spiel, mal gucken. Sehen wir, wie es ist. Gut, dann denke ich mal, das Basiswissen ist damit durch. Der Charakter erstellt. Und dann können wir direkt starten. Das Intro skippen wir natürlich nicht. Und dann sehen wir uns direkt in der nächsten Folge.